So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Vorweg, wenn ihr keinen Creator-Code eingetragen habt, gerne meinen eintragen. YT-FamLeg, würde mich auf jeden Fall freuen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein in den Shop. Da ist einmal die Wiki drin, einmal die Schnurachs, dann die Echo-Skins sind wieder drin, mit diesem halt weiß-schwarz-Gedöns. Der Echo-Jet drin ist drin, der ist auch nice. Dann haben wir das Sturmlichtpaket wieder komplett drin. Gut, das kostet mich jetzt noch 1300. Müsste man ja eigentlich zuschlagen, wenn man sich dann guckt, was ich für 1300 bekomme, weil ich halt den Skin schon habe. Wäre halt dann noch mal ein Skin dazu, zwei Pickaxe und Kleider. Ja, aber wir müssen sparen. Dann, ihr seht schon, ein sehr seltener Skin ist wieder zurück für 1200 V-Bucks. Die Frage ist halt, wie viel V-Bucks hat jetzt jeder noch? Weil jeder gefühlte, dann war das gute Paket, das gute Paket. Also es könnte sich lohnen. So, dann haben wir den Jäger wieder drin. Und dann, ihr seht schon in dem Emote, bisschen Gas gegeben gestern noch. Ding, ding. Die Luftgitarre, wie gesagt. Dann Einklang. Dann noch die Pickaxe und natürlich noch. Ist auch nicht schlecht, das Emote. Für 200 V-Bucks kann man da nichts machen. Nichts machen, nichts sagen. Dann das Micha-Pop-Paket ist noch drin. Aufstieg der Schatten. Also da hat sich nichts geändert. So, dann gucken wir gerade noch mal kurz was anderes. Nämlich, ich habe nicht nur den Skin freigeschaltet, beziehungsweise den Stil, sondern auch noch von ihr den Stil. Der sieht auch nicht schlecht aus. Also sind zwei schöne Stile. In-game sieht das Ganze nochmal anders aus. Sieht es besser aus als hier. Hier ist ein bisschen überlichtet. Aber ohne Quatsch, Level lohnt sich auf jeden Fall. Ihr wisst ja inzwischen alle, wie man schneller levelt. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen, was haben wir noch, Dienstag. Und haut rein. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg auf die Arbeit. Also in dem Sinne, euch noch viel Spaß und haut rein.